Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt Funksatu erfahren, dass wir waren ein Mensch, ne? Das wussten wir ja schon vorher. Und wir haben von Xatu erfahren, dass die Welt untergeht. Er hat aber nicht gesagt, wodurch die Welt untergeht, sondern nur, dass die Welt untergeht, dass die Welt in Ungleichgewicht gekommen ist. Und das liegt halt an dem Menschen, der halt hier in der Welt ist. Dann waren wir ja noch beim großen Welser und der hat uns die Legende von Vulnona erzählt, wo es ja darum ging, dass ein Mensch den Schweif, den man von Vulnona nicht anfassen darf, angefasst hat. Er sollte mit einem Fluch belegt werden, aber den hat Gardevoir sich aufgehalst und anstatt Gardevoir zu helfen, ist der Mensch einfach abgehauen und dadurch waren alle sehr traurig. So. Guten Morgen! Oh, du bist etwas blass, hast du schlecht geschlafen? Reib dir die Müdigkeit aus den Augen, lass uns wie immer unser Bestes geben. Ach übrigens, ich habe gehört, dass eine Versammlung auf dem Pokémon-Platz stattfinden soll. Ob etwas passiert ist? I don't know. Wir haben Post. Donnerberg, seltsam Hülle, ja, nee. Wir gucken erst hier, was hier los ist. Weil man hat mir gesagt, jetzt kommt erstmal sehr viel story-relevantes Zeug. Und dann... Oh, Toki. Alles leer? Hm? Irgendwie hat sich die Atmosphäre in der Stadt verändert. Vielleicht ist etwas passiert. Maike, wir sollten das mal überprüfen. Sieh mal, sie haben sich alle dort versammelt. Lass uns mal hingehen. Hallo, ist etwas passiert? Ich sag euch, ich bin immer völlig baff. Es ist wirklich alles wahr. Was denn? Was ist wahr? Die Legende von Vulnona. Ich hatte die Gerüchte ja nie geglaubt. Deswegen war ich ganz schön schockiert, als ich die Wahrheit erfuhr. Maike, Xeno. Oh, hallo Raupi. Du bist ja auch hier. Ja. Psst. Ruhe. Ich will hören, was der Typ da zu erzählen hat. Seid ruhig. Hm? Wer redet denn da? Das ist... Ah, der schon wieder. Gengar! Also ich bin zum Berg der Vorzeit, ne? Und da sah ich es. Das war der absolute Hammer, ich sag's euch. Der absolute Hammer? Da war ein Pokémon, das Xatu um Rat gefragt hat. Und dieses Pokémon, ja? Also, das sieht aus wie ein gewöhnliches Pokémon. Aber von wegen. Es ist gar kein Pokémon, sondern ein Mensch. Was? Also es ist wahr, ein Mensch, der sich in Pokémon verwandelt hat. Und da ist noch mehr. Xatu hat den Menschen erzählt, dass eine Verwandlung in ein Pokémon das Gleichgewicht der Welt zerstört hätte. Augenblick mal. Das ist doch wie in der Vulnona-Legende. Aber das ist noch immer nicht alles. Das haut euch um. Ihr wisst ja von den vielen Naturkatastrophen in letzter Zeit, oder? Xatu hat behauptet, diese Katastrophen kommen daher, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Und wenn nicht bald das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, dann wird mit der Welt das Undenkbare geschehen. Das hat Xatu gesagt. Was? Die Welt? Das Undenkbare wird geschehen? Was sollen wir nur tun? Dieser Gengar. Er versetzt alle absichtlich in Angst und Schrecken. Na, na, Leute. Kein Grund zur Panik. Ich denke, es gibt einen Weg, etwas dagegen zu tun. Was können wir tun? Nun, die Lösung für das Problem ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Mensch, der zu einem Pokémon wurde, das Gleichgewicht der Welt stört, na dann müsste es doch alles wieder normal werden, wenn der Mensch weg ist. Stimmt's oder habe ich recht? Hm, das ergibt Sinn. Wenn man also darüber nachdenkt, vielleicht hast du wirklich recht. Und schließlich ist dieser Mensch der fiese Feigling, der Gardevoir im Stich ließ. Ich glaube, der Mensch kann uns nichts vorwerfen, wenn wir ihn loswerden wollen. Ist das nicht so, Maike? Ups. Was? Das kann nicht sein. Du? Du bist dieser Mensch? Ist das wahr? Antworte. Wartet. Das ist... Es gibt eine Erklärung für alles. Wir fragen dich nicht, wir fragen Maike. Hey, also. Hey, Maike, also was ist denn jetzt?
Bist du wirklich der Mensch aus der Legende? Oh, da habe ich aber Antwortmöglichkeiten. Maika. Maika. Boah. Du hast wohl nichts zu deiner Verteidigung zu sagen, was, Maika? Tja, ihr Schweigen sagt alles, meine lieben Pokémon-Freunde. Lasst uns Maika loswerden und wieder Frieden finden. Wie bitte? Was ist denn nun nur in euch gefahren? Was habt ihr vor? Wollen mich jetzt umbringen? Wow, Maika, lauf! Ich meine, wenn sie versuchen, mich jetzt umzubringen, ist das für ein Pokémon-Spiel ziemlich hart. Geschieht ihnen recht. Mohaha. Was für ein Schreck. Dass die Stimmung plötzlich so umschlagen würde, hätte ich nicht erwartet. Es wäre nicht gut ausgegangen, wenn wir noch länger da geblieben wären. Aber weißt du, Maika? Warum hast du überhaupt nichts dazu gesagt? Warum hast du ihnen nicht erklärt, dass sie das die falsch haben? Du hättest ihnen sagen sollen, dass du nicht der Mensch aus der Vulona-Legende bist. Und sag schon. Hey, du gibst auf? Wie kannst du nur so etwas sagen? Hä? Du meinst, du hast es nicht verdient, in unserem Retterteam zu sein? Was ist denn auf einmal los mit dir? Du bist nicht du, Maika. Sag mir, was los ist. Du hattest einen Traum und Gardevoir kam darin vor und deshalb glaubst du, du könntest der Mensch aus der Legende sein? Ich verstehe. Hörst du, Maika? Hast du dich nach dem Traum daran erinnert, wie du als Mensch gewesen bist? Nein, hast du nicht. Das heißt, du weißt gar nicht, was wirklich passiert ist. Ich glaube an dich, Maika. Das weißt du doch, oder? Daher... Oh. Oh, jetzt kommt das Retterteam und verhaut mich. Nach dem Vorfall auf dem Pokémon-Platz haben wir eine Versammlung abgehalten. Wir besprachen, was zu tun sei, um die Welt zu retten. Es wurde ein Beschluss gefasst. Wir müssen dich loswerden. Das ist nicht dein Ernst. Ich wollte es zunächst auch nicht glauben. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen. Aber wir haben keine Wahl. Wir werden dich mit all unserer Kraft bekämpfen. Wir sollen hier kämpfen? Wir gewähren dir eine Nacht. Hä? Pack deine Sachen und verlasse diesen Ort. Vom morgigen Tag an werden Retterteams aller Art auf der Jagd nach dir sein. Und sie werden dich ohne zu zögern angreifen. Und nicht nur dich. Jeder, der Maika begleitet, wird als Feind betrachtet. Die Jäger werden euch ohne Gnade angreifen. Das gilt auch für uns. Wir werden uns ebenfalls an eure Fersen heften. Auch wenn ihr es noch so sehr wehtut, ihr müsst fliehen. Flieht, flieht und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Simsala. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, gibt es keine Gnade. Lebt wohl. Heißt das, ich darf nicht mehr in der Stadt? Also ich darf nicht mehr in die Stadt? Maika. Auf seine Art glaubt auch das Team von Simsala an dich. Habe ich es dir nicht gesagt? Ich werde mir ab sofort keine Sorgen mehr machen. Was immer auch passieren wird, ich glaube an dich, Maika. Selbst wenn andere Retterteams uns angreifen, ich werde keine Angst haben. Was hast du davon, wenn du nicht an dich selbst glaubst, Maika? 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 Raupi! Maika, ich habe dir etwas versprochen, weißt du noch? Dass wir hier eine Basis errichten würden. Dass ich eurem Retterteam beitreten würde, wenn ich mal groß bin. Maika, gib nicht auf. Du bist für mich ein Vorbild. Ich glaube auch an dich. Und, was sagst du jetzt? Ich werde mein Bestes geben. Genau, das ist die richtige Einstellung. Das gefällt mir schon viel besser. So kennen wir dich, Maika. Also gut, fürs Erste haben wir leider keine Wahl. Wir müssen weg von hier. Aber wir werden zurückkommen. Und dann werden wir die Wahrheit... Dann wird die Wahrheit unser Begleiter sein. Wie geht's jetzt weiter? Am nächsten Morgen. Morgen, Maika. Ich wusste, dass du schon früh wach sein würdest. Bist du bereit? Können wir los? Ja. Dann kann es losgehen. Von nun an sind wir auf der Flucht. Dies wird eine gefährliche Reise. Ich möchte aber unsere Mitstreiter diesen Gefahr nicht aussetzen. Wir sagen ihnen besser nichts. Lass uns alleine gehen. Wir müssen vor den Retterteams fliehen, die uns verfolgen. Wir müssen um jeden Preis entkommen. Ja, wir müssen fliehen, wie Simsala gesagt hat.
Auch wenn es noch so sehr wehtut, ihr müsst fliehen. Flieht, flieht! Und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Ja, wer oder was bin ich? Solange ich die Antwort nicht gefunden habe, muss ich durchhalten und fliehen. Selbst wenn das bedeutet, bis ans Ende der Welt laufen zu müssen. In Ordnung, brechen wir auf. Maika! Oh, nicht schon wieder. Raupi und Saftkorn. Und auch, und sogar die Papunga. Wow, bin ich froh, wir haben es rechtzeitig geschafft. Wir wollten uns noch von dir verabschieden, Maika. Ich auch. Wer? Ach, das Tito. Guten Morgen, ich bin's, Dicta. Ich wollte mich auch von euch verabschieden. Ihr alle. Plunk. Das ist ein Brief. Maika, kannst du ihn vorlesen? Maika liest den Brief. Viel Glück, jetzt heißt es für eine Weile Abschied nehmen. Aber nur bis zu dem Tag, dem ich dir wieder Post bringe. Bis dahin werde ich auf dich warten. Der fliegende Postbote Pilippo. Oh, er hat sich von mir verabschiedet. Sogar Pilippa. Danke euch allen. Die anderen Pokémon werden bald aufwachen. Ihr müsst gehen, beeilt euch. Jawohl. Maika, gehen wir. Aber wohin? Passt auf euch auf. Wir warten auf euch beide. Danke. Wir werden bestimmt zurückkommen, ganz sicher. Passt auf euch auf. Ja, wohin denn? Ich meine, wo laufen wir denn hin? Und so begann für Maika die Flucht ins Ungewisse, voller Gefahren und Entbehrungen. Über zerklüftes Gebirge. Ah, hier geht es aber in die Tiefe. Und brennende Felder. Die Natur ist auch hier außer Kontrolle geraten. Die Waldbrände wüten immer noch. Doch allen Gefahren zum Trotz hielt sich das Team von Maika wacker. Unverzagt und tapfer marschierten sie weiter. Puh, wir sind wirklich weit gelaufen. Mir kam ein Gedanke, als wir unterwegs waren. Alle möglichen Orte sind von den Naturkatastrophen betroffen. Ich bin mir sicher, dass viele Pokémon deswegen in Schwierigkeiten stecken. Ich wünschte, wir könnten wieder als Retterteam arbeiten und ihnen helfen. Entschuldige, ich reiß mich zusammen. Jetzt müssen wir erstmal fliehen. Oh, ich höre Stimmen. Ich glaube, sie sind da lang. Sie können uns nicht entkommen, nicht uns allen. Wir müssen Maika schnell finden. Nein, haben sie uns etwas schon eingeholt? Maika, wir gehen besser schnell weiter. Genau, das Beste, was du machen kannst, erstmal eine... Eigentlich wurde mir gesagt, ich soll im besten Fall die Verlinkung aufheben. Ah, shit. Ich hab auch kein Glück hier. Warte, was war das? Achso, das war nur Wasser. Lass mich in Ruhe, ihr Schweine! Naja, die Monster sind ja hier noch machbar. Ja, gehen wir weiter. No, nicht Superschall.
Weißt du, auf die Items da hinten verzichte ich doch so ein bisschen. Und gehe einfach weiter. Ein bisschen Geld habe ich ja. Das heißt, wir könnten mal bei den Items gucken, ob da irgendwas bei ist. Ach nee, ich habe die beide mit dem Schal ausgerüstet, ne? Hau doch ab! Willkommen und hereinspaziert. Ja, wenigstens der hat noch sein Dings, ne? Wie viel Schaden Funkenflug macht. Linkbox, damit können oder wieder getrennt werden. Gehen wir hier lang. Immer wieder gerne. Ja, jetzt mische ich. Nur lass mal gut sein. Lass uns weitergehen. Lapislöhle. Höhle. Fassade. Fassade, Entschuldigung. Ist hier nicht Bodengift? Wollte ich mal sagen. Aber ich glaube, es will sich keiner mehr uns anschließen, ne? Ich habe keine Angst vor deinem Piekser. Jetzt lasst doch mal, komm schon, ihr könnt euch ja euch gut. Levelaufstieg. Xeno, Level 22, sehr schön. Ja, ich drücke immer den falschen Knopf, es tut mir leid. Sind ja nicht mal Items. Doch, da unten. Die sind doch Bodengift, oder nicht? Warte, ich hab doch... Ich hab doch, glaube ich, was gegen Gift. Also gegen Gift. Es hat mich auch aus dem Leben getreten. Hallo!
Ja. Ja, du schaffst es schon. Xeno macht das. Ich brauche halt irgendwie so Attacken, die von weiter her hätten kommen können. Das wäre ziemlich gut gewesen. Ja, bitte. Es kommen mir langsam zu viele. Verdammt. Ich habe doch jetzt dadurch, dass ich doch Dings habe, habe ich doch so einen Samen. Das hat jetzt sehr viel gebracht. Wieso hat denn der Samen jetzt nicht funktioniert? Hast du den nicht gegessen? So. Was ist das? So. Ja, dann ist doch... Verzichten nochmal auf die Items. Verdammt. Ja. Lass uns weitergehen. Oh, verdammt. Wieso werde ich denn immer getroffen hier? Was ist denn das? Sack. Ich will mal was ausprobieren. Top-Elixier, ne? Trinken. Warum hat er jetzt das Ding nicht genommen? Ich habe halt keine Dino-Bären mehr. Ja, wie viele Nidorans hier rumlaufen, ne? Das ist krass. Pilzbeere ist auch wenig das, was ich wollte. Top Ether ist jetzt auch nicht das, was ich wollte. Aber ich kann Top Ether mal benutzen. Im Maika und meine Kaskade wieder auffüllen. Thank you.
Uff. Zu viele. Oh nein. Oh mein Gott, wie weit geht's das denn jetzt hier noch? Kommst du mal hier hin? Ach, gut, ist halt echt hart. Ja, ich muss jetzt Xeno halt öfters mal kämpfen lassen, weil ich das Gefühl habe, dass er halt die besseren Attacken hat. Ich kann halt gegen Pflanze halt nicht viel machen. Weiter. Ey, verdammt, wie lang ist denn das? Ich bin zurückgeschreckt und kann leider nicht angreifen. Das ist sehr gut. Wir benutzen jetzt die Linkbox. Was ist das überhaupt? Einsetzen und nimm hier mal die Verlinkung raus. Nein. Ach, das zählt für beide? Nee. Jetzt ist weg. Na gut. Wir wollen uns den Weg abschneiden. Nein. Wir müssen das auch mal durchhalten. Was habe ich bekommen? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich verwende. Kümmer du dich mal um den? Ja, komm, weck mich. Was ist da? Bleib hier! Aufheben. Die brauchen wir halt so dringend.
Ja, hier. Geh mal weg. Nee. 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 Xeno, hast du es bald? Was hast du jetzt eigentlich aufgehoben? Lebersamen, Psychokinese. Lethargie auch, okay. Xenobeere, Xenobeere. Okay, das ist doof. Ja, jetzt wäre vielleicht nicht schlecht. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Oh, die haben schon wieder keine AP. Nicht verwenden. Ah. Ich verwende. Jetzt lass mich doch mal. Ich hasse das Ding hier. Komm, Drachenwut. Ich will mich aber nicht fortbewegen, sondern machen. So, dann jetzt die Pirs. Ey, ich stecke richtig viel ein. Das ist so krass. Das ist schon krass hier. Ach, shit. Oha. U14. Und es nimmt kein Ende. Mein Gott, denn ist eine. Wandelzeug. Nee. Bist du schon Drache? Ich denke schon, ne? Ich habe kein Glück mit diesem Dungeon. Levelaufstieg. So.
Apfel kann nie schaden. Der scheint zu schlafen. Lassen wir den noch schlafen. Haben wir es denn jetzt bald? Xeno hat den Dungeon. Oh, Gott sei Dank. Ein Intensivticket. Du hast die Items ins Kangama-Lager geschickt. Ne? Das freut mich. Endlich haben wir die Höhle hinter uns. Aber wo sind die Pokémon, die uns die ganze Zeit verfolgt haben? Hey, seht ihr? Da sind sie, da drüben. Fangt Maika. Ah, da kommen sie, lauf. Stehen bleiben, lass sie nicht entwischen. Sie erwarten doch nicht wirklich, dass wir stehen bleiben und auf sie warten. Oh nein, da. Das ist der Feuerberg. Sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt. Ob wir hier überhaupt weiterkommen? Sie werden uns bald eingeholt haben. Was sollen wir nur tun? Seht mal, da sind sie. Schnappt sie euch. Uns bleibt nichts anderes übrig. Komm, gehen wir, Maika. Seht, da laufen sie. Sie wollen zum Feuerberg. Sind die verrückt? Der Feuerberg ist doch vollkommen unerforscht. So weit ist noch nie jemand vorgedrungen. Da will ich nicht hin. Es hilft alles nicht. Nur die Mutigen setzen die Verfolgung fort. So ein Mist. Wo sind sie hin? Sie müssen da lang sein. Haltet eure Augen offen. Wow. Trampel, trampel, trampel. Kann ich jetzt abspeichern? Nee. Ich glaube, sie sind weg. Puh, ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Aber wir können uns nicht ewig verstecken. Wir müssen durch den Berg dort. Lass uns weitergehen, sobald du soweit bist, Michael. Items lagern. Ich mach erstmal alles. Und dann nehmen wir uns hier die richtigen raus. Hier nehmen wir beide, weil wir die dann damit ausrüsten. Aber einfach verfolgen, auch nicht, weil sich das Magenvolumen für die Dauer des Abenteuers enorm. Davon nehmen wir mal Dings mit. Top Ether braucht kein Schwein. Davon nehmen wir 10 mit. Davon nehmen wir 10 mit. Davon nehmen wir 5 mit. Davon nehmen wir erstmal 5 mit. Ich muss gucken, was ich noch habe. Nee, das war's. Okay. Was ist wichtiger? Dann nehme ich noch die restlichen 3 davon mit. Und die 3 lasse ich so, okay. Gut, ich speichere hier ab. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.